Die Ortsfeuerwehr Twistring ist hier zu einem Gefahrguteinsatz gerufen worden, da sich eine größere Menge Flüssigkeit im Auslauf befand bzw. ausgelaufen ist, wurde hier auch gleich die Gefahrstufe oder die Einsatzstufe auf G3 erhöht und somit weitere Kräfte und Spezialeinheiten zur Einsatzstelle alarmiert. Mittlerweile ist klar, dass es sich um Phosphorsäure handelt, die hier ausgelaufen ist. Glücklicherweise haben aber die firmeneigenen Sicherheitsmaßnahmen gehalten, sodass die Phosphorsäure in einem Art Aufhaltebecken, Rückhaltebecken gelandet ist und keine weitere Gefahr davon ausgeht. Es wurde hier gleich MANF 30 ausgelöst, das heißt, es wurde vermutet, dass es sich um 30 betroffene Personen handelt. Dementsprechend wurde auch das DRK in ausreichender Anzahl mit alarmiert. Wir können aber glücklicherweise sagen, dass nur 3 Mitarbeiter vorsorglicherweise ins Krankenhaus abtransportiert worden sind zur weiteren Kontrolle. Einsatzkräfte wurden hier nicht weiter verletzt oder gefährdet. Die Einsatzstufe wurde zwischenzeitlich auf G4 erhöht. Das heißt, auch ein Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft 1 wurde mit alarmiert. So waren wir schließlich bei etwa 180 Einsatzkräften, zusammengesetzt aus Feuerwehr. Eine Person des THWs war vorsorglich hier vor Ort, des Rettungsdienstes und natürlich der Polizei. Das ist noch zu klären, was jetzt passiert. Im Hintergrund sieht man, wir bauen so langsam zurück. Die Feuerwehr ist ja für die Gefahrenabwehr da. Da die Phosphorsäure sich aktuell nicht weiter ausbreitet, muss jetzt noch geklärt werden, wer die Phosphorsäure entsorgt. Eventuell macht das auch eine Fachfirma. Alleine dadurch, dass keine Personen wirklich zu Schaden gekommen sind und keine Gefahr für die Bevölkerung bestand, kann man hier von einem glimpflichen Ausgang sprechen.